Also ich komme gerade frisch aus der 19 hoch. Das heißt für mich eigentlich grundlegend erstmal Erfahrung sammeln, mich etablieren. Erstens halt im Team, dass man da gut eine Gemeinschaft bildet und andererseits halt bei den Rennen zeigen, Erfahrung sammeln. Aber halt auch bei größeren Rennen Motivation, denke ich, für mich. Am 17. Juni steht die Drei-Ländermeisterschaft in Unna an, ein Saisonhöhepunkt mit der deutschen U23-Meisterschaft. Welchen Stellenwert hat diese Veranstaltung? Die Strecke, die ist 5 Kilometer von mir zu Hause weg. Das ist eigentlich meine Trainingsstrecke, da fahre ich ganz oft lang. Fahre eigentlich auch oft Belastung und Intervalle hoch und deswegen kenne ich die eigentlich ziemlich gut. Problem ist halt, die liegt mir vielleicht nicht ganz so gut wie anderen. Zum Beispiel für den Aaron Grosser würde ich da, denke ich mal, liegt dann der Fokus darauf, dass wir für den alles geben, für den arbeiten, für den Sprint anziehen, dass vielleicht jemand vorne ist, der dann auch Chancen auf den Sieg hat. Und das bin, denke ich mal, nicht ich. Kannst du gute Tipps geben? Ja, also ich habe noch nicht viel Erfahrung, klar, aber ich versuche schon das ein oder andere, meine Sachen beizutragen, die ich beitragen kann.